genau geht nun die neue Überseestadt los und da fängt nun die Zukunft an. Und dieser Turm da, ich habe mir den zwar ein bisschen anders vorgestellt, als der Jan seine ersten, ja, als der Jan seine ersten Entwürfe machte. Aber gut, man muss sich an ihn gewöhnen, er ist ein Symbol geworden. Und wenn man hier an der Schlachte, die schöne Schlachte, vielleicht sogar frühen Abend, wenn die Sonne untergeht, dann in diese Richtung guckt, dann sieht man den als ein ganz unübersehbares Zeichen, ein neues Wahrzeichen. Bremen geht an diesem Stück weiter. Es hat eine große Funktion, eine große Signalfunktion. Ich freue mich sehr, dass das geht.